Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Heute gibt es mal wieder ein kleines neues Video mit einem Spiel. Wir haben hier Captain Toad Treasure Tracker vor uns. Das Ganze ist natürlich für die nette und beliebte Wii U. Meine Lieblingskonsole, sage ich hier ganz knallhart nochmal. Hier mit Kapitän Toad auf eine abenteuerliche Schatzjagd. Die Kamera stellt gerade wieder nicht scharf. Also übrigens, hier hinten ist so ein Mediamarkt-Prospekt. Ich habe das jetzt mal liegen lassen. Ich hoffe, es stört nicht. Ach, wie sie halt nicht scharf stellt. Hier haben wir jetzt die neuen Fähigkeiten. Wartet mal, ich will das schon, dass eine anständige Qualität zu bieten ist. Wir haben hier Toadette. Sorry, ich muss nochmal einmal kurz. So, jetzt haben wir hier wieder hier volle 1080p. Hier haben wir Gear auch mit Toadette auf Schatzjagd. Verborgener Schatz, ja. Es gibt 3 Kapitel und eine Bonus-Missionen, wo auch manche Level von 3D World, also Super Mario 3D World, übernommen wurden. Finde ich sehr schön. Auch wenn das Spiel hier natürlich fairer ist, weil Toad und Toadette können ja halt nicht springen. Ne? Das ist halt auch nochmal eine kleine Challenge. Und wie ich finde, eine sehr schöne und gelungenes Spiel und kann ich auch Ihnen empfehlen. Und vor allem, es fördert das Nachdenken. Also ich würde es auch kleinen Kindern empfehlen. Also so, nicht kleine Kinder, so 8 bis 9, ne? 10 bis 11. Das kann aber übrigens jedes Alter spielen, also das ist nicht vorausgesetzt. Aber man darf dieses Spiel ja laut Nintendo ab 6 Jahren zocken. Was ich okay finde. Es fördert auf jeden Fall das Nachdenken. Es ist kein Jump'n'Run, also eigentlich schon, es ist ein 3D-Game, ja. Aber ihr solltet das eigentlich kennen, zumindest auch die Leute, die das Spiel 3D World besitzen, also Mario 3D World, sollten dieses Spiel hier durchaus kennen oder zumindest etwas sagen. Also, dass ihr das vielleicht kennt. Dann haben wir hier die Disc. Die, wie ich finde, auch sehr schön und gelungen aussieht. Hier mit Captain Toad drauf. Auch ein gelungenes Spiel ist, soweit ich weiß, aus dem Jahre 2015, also schon 2 Jahre auf dem Buckel, ist aber dennoch ein schönes Spiel und hat natürlich auch die AD-Funktion, ne? Ist ja klar. So wie jedes Videospiel. Na gut, ein paar. So, dann soll das auch schon gewesen sein. Sorry, dass ich mich in den letzten Tagen nicht so oft persönlich melde. Also meistens kommen wir hier dann eher Filmtrailer oder Game-Trailer oder Ausschnitten aus Filmen, ne? Aber das hat halt einfach keinen Grund. Also es gibt da keinen Grund, warum ich jetzt keine Aufnahme mache. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, komm, ich habe wieder Bock. Ich habe eigentlich immer Bock auf Unboxings und deswegen, ich habe hier ein neues Spiel und dann dachte ich mir halt, unbox das gleich mal. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen, nach ewig langer Zeit mal wieder. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und einen Daumen hoch da lässt. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao, euer Domitendus. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann und ciao.